Hallo zusammen, herzlich willkommen in Annelies Welt. Ich habe euch das ja letzte Woche schon gesagt, ich will euch jetzt demnächst mal öfter spontan hier mitnehmen beim Basteln. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe so eine Box hier auf dem Schreibtisch stehen und da tue ich alles rein, was ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren möchte. Und da habe ich dieses Mal auch mal reingelangt und habe mir, hätte ich mir auch mal hinlegen können, Moment. Ja, Moment, ja, Vorbereitung ist alles. Diese Standschablone von Action, die habe ich jetzt auch relativ neu. Die habe ich irgendwie vor 2 Wochen oder so gekauft. Die finde ich richtig toll. Übrigens, was sagt ihr zu meinem Hintergrund? Das Ding ist halt, dass ich hier ganz viele Lichter, also drei Lichter anhabe, weil das sonst zu dunkel wäre. Und ich habe da jetzt ein Bastelpapier draufgelegt, weil das spiegelt da sonst so doll. Das ist doch doof. Und dann habe ich mir gedacht, wozu hat man so viel Papier? Ne? So ist es doch viel muckeliger für euch. Und ich möchte ja, dass ihr das schön habt hier bei mir. So, wieder zum Thema. Auf jeden Fall habe ich mir diese Standschablone für dieses Video ausgesucht. Und damit möchte ich gerne eine Karte basteln. Ja, und zwar nicht irgendeine Karte, sondern eine Shaker-Karte. Habe ich auch super lange nicht mehr gemacht. Und ich weiß auch, dass einige Anfänger hier mit dabei sind. Und die freuen sich vielleicht, wenn wir mal eine Shaker-Karte zusammen basteln. Und zwar so eine ganz klassische. Vorher brauchen wir natürlich erstmal einen Kartenrohling. Den basteln wir selbstverständlich selbst. Ich sag euch ganz ehrlich, ich bastel den nie selbst sonst. Ich nehme mir immer so Fertigrohlinge. Ich gucke gerade mal hinter mir, wo habe ich denn solche? Ich habe die immer von Anitas. Kennt ihr die? Die kaufe ich meistens bei Kreativbund. Grundsätzlich, wenn ich weiß, woher ich irgendwas habe, sage ich das damit zu. Und wenn ich das nicht mit dazu sage, dann weiß ich das einfach nicht mehr. Man hat ja über die Jahre so viel Bastelkram angesammelt, dass man sich das gar nicht alles merken kann irgendwie. Aber ja, gut. Wir machen jetzt den Kartenrohling. Dafür brauchen wir auf jeden Fall weißes Papier. Auch hier weiß ich leider nicht mehr, woher ich das habe. 220 Gramm Papier. Ich gehe davon aus, dass es von Amazon ist. Da steht auch nichts weiter drauf, diese Nummer hier. Ich weiß nicht, ob die was bringt. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch gar nicht von Amazon. Ja, weiß ich leider nicht. Und das schneiden wir uns jetzt erstmal zurecht. Und zwar nehmen wir heute mal dieses Schneidegerät hier. Ich muss mich hier erstmal ein bisschen sortieren. Also, apropos sortieren, ich habe mir alles schon hingelegt und ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, in welche Richtung die Karte gehen soll, also wie die aussehen soll. Anders wird das bei mir hier gar nicht funktionieren. Ich sag's, wie es ist. Also, wenn ich mich jetzt null vorbereitet hätte, das würde gar nicht funktionieren. Da so spontan bin ich dann auch nicht. Ich habe euch das ja letztes Mal schon gesagt. Ich sitze irgendwie gefühlt, und es ist nicht so übertrieben wie sonst, also bestimmt über eine Stunde oder so, im Durchschnitt einfach am Schreibtisch und überleg, wie könnte die Karte oder die Verpackung jetzt aussehen. Das ist wirklich die meiste Zeit und das nachher, dass, sagt mal schnell, dass man sich die Stempel und das Papier zusammensucht, ne, das kommt von alleine. Aber die Ideenentwicklung quasi, die dauert immer bei mir am längsten. So, und jetzt wollen wir mal weitermachen. Das Schöne ist ja bei diesen Watch Me Crafts, dass man da ordentlich quatschen kann. Und ihr wisst ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr. Ich rede sehr gerne und viel. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass unser Rohling hier auch gerade wird. Also 27 cm, das kriegen wir hin. Hoffentlich. So. Zack. Und dann machen wir hier auf der kurzen Seite 13,5 cm. Ich drehe das einmal um, die Ecke hier ist so unschön. So. 13,5, das schmeiße ich selbstverständlich nicht weg. Das kann man immer mal wieder gebrauchen. Obwohl, so viel Restpapier habe ich gar nicht. Ich habe relativ viel aufgebraucht in der letzten Zeit. Ich brauche das doch noch, Mensch. Sagt mir das doch bitte mal einer. Ich brauche das nämlich noch zum Falzen. Da falzen wir natürlich noch mal einmal in der Mitte bei 13,5 cm. Mit der richtigen Klinge hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist mir auch schon passiert, ne? Da wollte ich falzen und dann habe ich geschnitten. Wer kennt's? So. Wo habe ich denn jetzt mein Falzbein? Ach da.
Ja, das ist so ein bisschen chaotisch jetzt, ne? Aber ist doch egal, oder? Also bei so einem Watch Me Craft ist das ja egal. Ich falte immer zum Berg hin, wenn ich dran denke, damit euch das Papier nicht so schnell reißt. Dann haben wir die Karte schon mal so weit fertig. Sieht auch gerade aus. Das kommt bei mir auch nicht immer so vor. Manchmal muss ich ein bisschen nachschneiden. Dieses Mal nicht. Da freue ich mich aber. So, als nächstes brauchen wir auf alle Fälle einen Kartenaufleger. Da habe ich mir dieses Set hier ausgesucht. Sieht da jemand eine Nummer drauf? Doch, da oben. Guckt mal. Das ist die Nummer. Einfach mal googeln. Woher das ist, weiß ich nicht. Aber ich habe ja gesagt, ich sage das da nicht mehr, sondern immer, wenn ich es weiß, dann sage ich es. So machen wir das jetzt in Zukunft. Und zwar nehme ich hier die zweite Größe. Das passt hier schön drauf. Da sind so schöne Kreuze drauf. Das sieht ganz modern aus. Und ich finde, dass unsere Standschablone von Action, wo ist die denn jetzt schon wieder abgeblieben? Ach da, ich habe hier so viel wieder rumstehen. Aber das muss ich ja nicht jedes Mal dazu sagen. Das ist ja relativ modern. Das erinnert mich auch total an diesen einen Künstler. Oh, wie wird der nochmal ausgesprochen? Keith Haring oder so. Ihr wisst, wen ich meine, war ja früher in den 90ern auch super angesagt. Jeder hatte das irgendwie gefühlt im Kinderzimmer. Also Kinderzimmer, 90er, ja doch, kommt hin, ne? Muss ich gerade überlegen. Ja, ich bin 45 geworden. Jetzt bleibt meine Stimme vor Schreck weg. So. Kurz überlegen, bevor ich hier irgendwie Quatsch mache. Auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir uns erstmal so einen weißen Hintergrund. Also den Aufleger stand sich jetzt mal aus. Mit dem gleichen Papier übrigens. Das kann ich mir nochmal ranholen. Und kurz nochmal überlegen. Da stand sich mir jetzt definitiv gleich aus. Das muss ich gleich mal ohne euch machen, weil, wie gesagt, mein Stanzgerät ist hinter mir. Das ist jetzt auch nicht so spannend. So. Nee, so machen wir das. Wir stanzen uns das jetzt einfach mal aus. In dem Zuge kann ich natürlich auch gleich, passt mal auf, wie ich das mache. Ich lege mir das hier so drauf und dann nehme ich mir nämlich gleich meine Standschablone von Action, die ich jetzt schon wieder weggepackt habe. Sage mal, was ist denn hier los? Was mache ich denn? So. Die kann ich mir ja gleich mit drauflegen. So. Ja, so ein bisschen mehr Platz brauche ich hier unten. Ich bin jetzt gar nicht mehr im Bild, ne? So. So ein bisschen mehr Platz brauche ich, weil ich mir hier noch so zwei kleine Figuren hinsetzen möchte. Weil sonst macht ja die Sprechblasen oder die beiden Sprechblasen nicht so viel Sinn. Das sind ja zwei. Also muss man nicht, aber ich möchte ganz gerne, dass da noch irgendjemand mit draufkommt. Ich habe die beiden Süßen auch schon koloriert, zeige ich euch gleich. So befestige ich mir das jetzt. Mit meinem Masking Tape, was irgendwie immer im Moment in der letzten Zeit hier einreißt. Das war vorher nicht. Das ist jetzt, wo das dem Ende zugeht. Das habe ich auch von Action. Und das verwende ich sehr, sehr gerne. So, meine Lieben. Ich befestige mir das jetzt. Ich gehe immer noch mal ganz gerne. Ich klebe das gerne vorher nochmal woanders hin. Ich bin total konzentriert. Wer merkt's? Ja, ich muss hier erstmal wieder reinkommen. Also auf jeden Fall klebe ich mir dieses Klebeband immer vorher irgendwo anders hin, auf den Tisch, auf die Hand, wie auch immer, damit das nicht zu doll klebt. Weil sonst reißt mir ja das ganze Papier ein. Und ich gehe jetzt mal ganz in Ruhe ausstanzen und komme mal wieder in meine Mitte. Bis gleich! So, ich bin zurück und ihr glaubt mir nicht, was mir gerade passiert ist. Ich kann selber noch nicht glauben. Ich kann euch nur so viel sagen. Der Druck, dass dieses Video jetzt so hier klappen muss, ja, ist gerade immens gestiegen, denn ich habe tatsächlich die Standschablone, um die es ja jetzt hier geht, versenkt.
zwischen meinen beiden Schreibtischen. Wie ich das schon wieder hingekriegt habe, keine Ahnung. Und ihr müsst euch das halt so vorstellen, dass meine beiden Schreibtische so dicht beieinander stehen, dass ich hier auch nichts verrücken kann. Auf jeden Fall nicht in den nächsten Jahren. Oh Mann, unfassbar. Naja, wir wollen mal die Daumen drücken, dass wir das auf Anhieb hier hinbekommen. Ansonsten, basteln wir irgendwas mit Holzstempeln oder so. Da müssen wir dann flexibel sein. So, es ist wirklich, das kann auch nur mir passieren irgendwie. Jetzt höchste Konzentration. Jetzt auf jeden Fall konzentrieren. Jetzt darf nichts mehr schief gehen. Ich habe mir hier übrigens noch einen gelben Hintergrund ausgestanzt mit so ganz kleinen Herzchen drauf. Das Papier ist aus einem Block von Doodlebug. Dieser hier, So Punny, der ist relativ alt. Ich weiß gar nicht, ob man den noch erwerben kann. Und dann habe ich mir das nämlich so vorgestellt, dass das hier so in den Hintergrund kommt. Man kann es natürlich auch, was habe ich denn da wieder drauf geschmiert? Nein, das ist jetzt egal. Das wird jetzt trotzdem verbastelt. Ja, ich habe ja auch keine andere Wahl. Dann kommt das hier so drauf. Darunter natürlich die Shaker-Elemente. Und dann wird das hier noch so draufgeklebt. Das brauchen wir eventuell noch, das Herzchen. Aber das hier lege ich erstmal beiseite. So habe ich mir das vorgestellt. So. Oh, ist der Druck jetzt hoch. Ich sag euch, ich fühle mich gar nicht gut. Womit fangen wir denn jetzt an? Das kann jetzt erstmal beiseite. Jetzt muss ich das noch langsamer und bedachter machen. Ich klebe mir jetzt erstmal den Hintergrund auf. Und zwar mit dieser Klebe hier. Da kann ich dann noch mal so ein bisschen hin und her schieben. Also das ist doch wirklich nicht zu fassen. Wie habe ich das bloß wieder hinbekommen? Ja, war ein kurzer Spaß mit dieser Standschablone. Aber ich komme da tatsächlich nicht dran, weil das hier alles eng auf eng ist. Naja, es ist wie es ist. Es sollte wohl so sein. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die Herzchen auch richtig rum aufklebe. Ich ziehe das mal ganz kurz zu mir ran. Ich bin noch richtig geschockt. So. Ist das gerade? Oder mittig, besser gesagt? Ich glaube schon, ne? Ist auch nicht so schlimm, wenn nicht. Da kommt ja noch das andere drauf. So. Jetzt muss ich immer doppelt überlegen, ich sag euch. Oh, wie ärgerlich, ne? Ja, du wirst wohl nur eine Karte mit der Standschablone geben. Ich wollte eigentlich noch eine Verpackung damit basteln, das wird wohl jetzt nichts mehr. Dann darf das erstmal durchtrocknen und dann widmen wir uns jetzt erstmal dem Sichtfenster, diesem hier. Dafür brauchen wir auf jeden Fall erstmal Folie. Ich habe, Moment, mir diese hier rausgesucht. Die habe ich irgendwann mal bei Stamp Corner bestellt. So sieht die aus. Steht gar keine Firma drauf, ne? Soll ich mal umdrehen? Doch, da unten. Seht ihr? So. Da hole ich mir jetzt mal so eine Folie raus und schneide mir die dementsprechend zurecht. Die schneide ich mir jetzt so zurecht, dass sie hier drauf passt, aber nicht drüber schaut. Das mache ich jetzt Pi mal Auge. Es dürfen Fehler passieren, aber es darf auf jeden Fall nichts mit diesem Teil passieren. Das ist auf jeden Fall oberste Priorität. Das ist jetzt ein ganz komisches Gefühl, dass ich weiß, ich habe keine zweite Chance. Ah, no risk, no fun, sag ich mal, ne? So. Ich zitter schon richtig. Aber das liegt auch daran, dass ich Hunger habe. So. Ich glaube, das passt ganz gut. Zack. Kann das auch beiseite. So schaut das aus.
dass das hier so richtig schön über die beiden Sprechblasen raufgeht. Und dann klebe ich mir das einmal jetzt mit Flüssigkleber an. Kann man natürlich auch mit doppelseitigem Klebeband machen. Ich bin immer noch im Schockzustand, ich sag's, wie es ist. Aber ich sag mal so, das ist nicht der erste Schockzustand in meinen Videos. Irgendwie passiert mir das öfter. Ja, wie im wahren Leben halt, ne? Warum kommt denn da heute so wenig raus? So, reicht aber trotzdem erstmal. Mache ich die erstmal wieder zu. Und dann klebe ich mir das hier rauf. Ja, die Hunde, die bellen hier zwischendurch. Hier trudeln nach und nach meine Jungs nämlich ein. So, das darf dann antrocknen. Und sieht dann so aus. Das kann man sich nachher noch so ein bisschen säubern. Oh Gott. Und jetzt nehmen wir uns mal ein Foamtape. Da kann ich euch dieses hier empfehlen. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob es das überhaupt noch da in dem Shop gibt. Ich zeige euch mal die Verpackung. Moment. Dumm wie dumm. Nicht, dass mir schon wieder hier was zwischen die Schreibtische fällt. Hier habe ich die Verpackung von Heavy Doodle. Und das Coole an diesem Foamtape ist, dass das so schön schmal ist und hoch. Dann haben die Shaker-Elemente nämlich schön viel Spielraum, um zu shaken quasi. Das hatte ich irgendwann mal bei Manny's Bastelshop gekauft. Und davon nehmen wir uns auf jeden Fall was. Dafür nehme ich mir aber auf jeden Fall eine extra Schere, damit meine Bastelschere nicht so verklebt. Die ist nämlich ganz schön beschichtet. Und damit versaue ich mir meine Bastelscheren dann nicht. So, und da gehe ich jetzt einmal ringsherum mit dem Foamtape entlang. Höchste Konzentration. Das kann ich jetzt nur... Huch, da kommt doch gar keiner. Warum bellen die? Ach, die Katze wahrscheinlich wieder. Klebe ich einmal ringsherum jetzt auf. Ich glaube, die beiden Hundedamen wissen gar nicht, unter was für einen Druck ich jetzt hier gerade stehe. So. Ich hoffe auch, dass die Kamera nicht gleich wieder ausgeht wie die letzten Male. Die nimmt ja nur eine begrenzte Zeit auf. Muss ich darauf achten, das piept vorher immer so ganz leise. Auch das darf heute nicht passieren. Mann, Mann, Mann. Ah, nein, nein. Das war nicht gut. Das muss natürlich hier richtig schön aufeinandertreffen, weil sonst die Shaker-Elemente rausfallen könnten. Das wollen wir nicht. Also normalerweise mache ich mir zusätzlich nochmal Flüssigkleber drauf, damit man auf Nummer sicher geht, dass das hier auch ordentlich klebt. Aber heute lasse ich das. Weil heute, sag ich mal, ist das Motto Risiko. Hier schön andrücken, dass die Ecken, wie gesagt, gut miteinander abschließen. Das drücke ich mir hier schön rein. Aber das passt, glaube ich, ganz gut. Und dann gucke ich gleich mal. Ich gucke mir erstmal jetzt mir ganz ruhig durchatmen. Jetzt gucke ich erstmal, welche Shaker-Elemente ich verwende. Ich habe mir schon welche rausgesucht. Und zwar habe ich mir gedacht, diese hier von Picket Fans. Die sind total schön. Da steht auch ein Name drauf, aber den kann man kaum erkennen. Birthday Cupcakes steht drauf. Na, dann werden die wohl so heißen. Da sind auf jeden Fall Cupcakes mit drin, aber die Farben, wie gesagt, sind super schön. Die werden wir jetzt mal verwenden und eventuell ein paar Herzchen. Gucken wir mal. Ich kann mir ja schon mal welche draufgeben. Jetzt geht die nicht auf. Jetzt knallt mir wahrscheinlich alles auf dem Schreibtisch. Ich sehe es schon kommen. Nein? So. Ordentlich viel.
damit das auch richtig schön bunt ist. Aber ich glaube, das reicht jetzt so. Klack. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Und dann vielleicht noch ein paar Herzchen. Herzchen können ja nie verkehrt sein. So. Aber wisst ihr was? Ich starte einmal ganz kurz die Kamera neu. Das ist mir zu riskant, dass die gleich einfach so ausgeht. Moment. Sicher ist sicher. Da können ruhig noch ein paar Herzchen mit rein, finde ich. Ah, ich glaube, das reicht jetzt so. Diese Box ist übrigens von Teddy. Ich bin total konzentriert. Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, oh meine Güte. Ich mache drei Kreuze, wenn das hier was wird. Ja, doch, müsste passen. Ich mache jetzt alles extra genau. Ach, das wäre ja sonst echt ärgerlich. Ich möchte ja zumindest eine Karte mit der Standschablone gebastelt haben. Jetzt ziehe ich mir erstmal hier das Klebeband ab. Das klebt sehr gut. Zack. Ja, plötzlich bin ich gar nicht mehr so gesprächig. Oh, ich sag euch. Die Gesprächigkeit kommt gleich wieder. Und zwar spätestens dann, wenn alles hier ordentlich passt. Mal gucken, die Ecken, ja, die sehen gut aus. Jetzt nur richtig rumkleben. Kurz überlegen, habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ich ziehe das jetzt auf jeden Fall zu mir ran. Da darf ja, wie gesagt, jetzt kein Fehler passieren. Und versuche das hier mittig aufzubringen. Okay. Wenn das jetzt einmal klebt, dann klebt das. Zack. So. Ja. Hört ihr das? Hört ihr den Stein von meinem Herzen plumpsen? Schön andrücken. Jetzt kann ja eigentlich nichts Großes mehr passieren. Obwohl, bloß nicht zu laut sagen. So. Ha. Sehr schön. So sieht es bisher aus. Aber wir müssen natürlich noch unser Herzchen aufbringen. Das mache ich gleich mit Flüssigklebe. Hier habe ich so eine kleine Delle drin. Das ist aber von der Standschablone. Sehe ich gerade. Und hier ist auch so ein kleiner Fleck. Egal, können wir noch ein Steinchen oder so draufkleben. Ich habe ja auch keine andere Wahl, sage ich mal. Wir kleben uns das mal eben mit Flüssigkleber auf. Oh, ich sag euch. Damit habe ich ja nun auch so gar nicht gerechnet. Ich habe mich übrigens letzte Woche total gefreut, dass ihr zahlreich meine Frühlingskarte nachgebastelt habt. Habe ich ganz viele tolle Fotos bekommen. Da freue ich mich natürlich jedes Mal total drüber. So. Dann klebe ich mir das hier einmal auf das Sichtfenster drauf. Aber das erinnert mich wirklich an Keith Haring, an diese Pop-Art. Ich habe wohl 90er gesagt, ne? 80er. Meinte ich. So, guckt mal. Und dann finde ich das schon ganz schön mit dem gelben Hintergrund. Wisst ihr, wie ich meine? Weil sonst, ich meine, in Weiß ist auch schön, aber so ist es nochmal irgendwie so ein bisschen interessanter. Ich glaube, man sieht das in der Kamera auch gar nicht so gut. Aber man sieht es ja hier auch rausblitzen. Ja, so gefällt es mir auf jeden Fall gut. Sieht schön modern aus. Und dann habe ich mir halt noch überlegt, wo ist dann mein Herzchen da, dass man sich diese Umrandung auch noch hier reinklebt. Und da brauchen wir natürlich noch so ein Highlight. Deshalb male ich mir das auch an. Ich habe hier
mir ein paar Stifte rausgesucht. Da kommt, glaube ich, jemand. Moment. Wenn es gleich klingelt, muss ich ganz kurz an die Tür. Da nehme ich mir mal diese Farbe und noch einen Notizzettel, damit ich nicht auf mein Bastelpapier rummal. Dann können wir das nämlich nochmal verwenden als Hintergrund. Ich finde das ganz gut, dass das nicht so blendet. Apropos Blenden, die Schere kann ich auch ein bisschen beiseite packen. Oder? Oder nehmen wir Rot? Nee, wir nehmen das jetzt. Schön knallig. Obwohl, das ist mir zu knallig. Nee, finde ich nicht so gut. Wir versuchen mal den hier. Ja, der ist genauso knallig, ne? Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-du. Dann nehmen wir die Farbe hier, oder? Ich muss mich hier selber mal gerade ein bisschen ausprobieren. Ja, finde ich besser. Das andere ist zu hell irgendwie. Ja, manchmal muss man das einfach mal ausprobieren, was einen eher zusagt. Aber so ein bisschen Farbe darf da ruhig mit ins Spiel, finde ich. So, das reicht dann auch schon. Und dann klebe ich mir das hier so rein. Was sagt ihr? Finde ich ganz schön, als wenn alles so in Weiß ist. Was meint ihr? So. Klebe ich mir mit Flüssigkleber mal eben hier rein. Und dann kommen nämlich meine beiden süßen Häschen mit ins Spiel, die ich auch schon fertig koloriert habe. Jetzt kommt da nichts mehr raus. Warum? Denn sonst, wenn ich das jetzt hier koloriert hätte im Video, das hätte jetzt den zeitlichen Rahmen total gesprengt. Wir können das aber gerne mal zusammen machen. Ich habe ja schon mal mit euch, glaube ich, mit welchen Stiften war das? Auf jeden Fall nicht mit Alkoholmarkern. Das war, glaube ich, mit den Zickstiften oder? Nee, ich glaube, das waren die, oh, welche waren das? Diese Watercolor-Stifte von Action waren das, ne? Da gibt es auf jeden Fall schon ein Video von mir. Und dann machen wir definitiv auch nochmal irgendwann ein Video mit Alkoholmarkern. So, das kommt jetzt hier rein. Ach, ich bin schon mal froh, dass das auf jeden Fall jetzt hier so passt. Und das andere, ja, jetzt kann ja eigentlich nicht mehr so viel schief gehen. Nicht zu laut sagen. Jetzt zeige ich euch erstmal die Häschen. Die sind nämlich so süß. Schaut mal, die sind von Mama Elephant. Und ich habe so lange nicht mehr mit diesen Stempeln hier gebastelt. Kann man gar nicht gut erkennen. Ich lege die mal hier rauf. So kann man das, glaube ich, besser erkennen. Die sind so süß, finde ich. Und ich hatte irgendwie mal wieder Lust, diese Stempel hier zu verwenden. Und ich finde, die passen auch von der Größe her sehr gut auf die Karte. Und machen nochmal so das gewisse Etwas aus und sehen auch wirklich süß aus. Das Stempelset kann ich euch auch gerne zeigen. Wie gesagt, von Mama Elephant. Das Stempelset, das heißt Little Bundy. Bundy, genau. Ich wollte Agenda sagen und habe das gleich mal verbunden, das Wort. Little Bunny Agenda, genau. So heißt dieses Set hier. Bundy ist was anderes. So. Wie mache ich das jetzt? Und noch ein Stempelspruch. Der muss auf jeden Fall auch noch mit auf die Karte. So habe ich mir das irgendwie gedacht, dass die beiden hier aufeinander zulaufen. Was sagt ihr? Finde ich ganz niedlich so. Und dann vielleicht hier noch so ein Spruch hin, dass vielleicht auch hier diese Macke, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, hier oben, so ganz leicht, ich meine, sieht man kaum, aber da könnte man auch dann den Stempelspruch drauflegen, damit man das so ein bisschen kaschiert. Und hier könnte man vielleicht noch, obwohl, das lasse ich aber erstmal. Schön wäre ja auch noch gewesen, denke ich jetzt im Nachhinein, dass man sich hier noch, ach, das habe ich mir eigentlich auch vorher überlegt gehabt, habe ich jetzt vergessen, dass man hier noch so einen Schwarz-Weiß-Streifen hinlegt. Kann man aber eventuell, obwohl, das sieht dann komisch aus von der Proportion, ne? Können wir nachher nochmal gucken, dass man sich hier noch so einen Streifen hinlegt. In Schwarz-Weiß oder hier vielleicht noch so ein Wimpel oder so. Gucken wir. Wir machen jetzt erstmal weiter und kleben uns diese Süßen hier auf. So.
Ihr glaubt auch nicht, wie lange ich schon wieder diese beiden Häschen hier koloriert habe. Ich meine jetzt nicht lange, aber dafür, dass die so lütt sind, habe ich da schon relativ lange dran gesessen. Aber ihr kennt das ja. Wem erzähle ich das? So. Und das Häschen kommt dann hier hin. So. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir erstmal den Spruch. Und zwar... Ah, ich brauche schwarzes Papier. Ich hole mir mal ganz kurz schwarzes Papier. Das habe ich mich vergessen, mir zu holen. Moment. So, ich habe mir mal diesen Block hier von Action geschnappt. Da ist ja auch schwarzes, festes Papier drin. Ich glaube sogar, dass es die letzte Seite ist. Ja, aber das dünne kann man selbstverständlich auch dafür verwenden. Da schneide ich mir mal ein Stückchen von ab. Zack. Und dann, hatte ich das schon gesagt, embossen wir auf jeden Fall den Text, den Spruch. Dafür nehme ich mir meine Stempelhilfe. Ich kann leider nicht mehr sagen, woher ich die habe. Wurde ich jetzt schon öfter gefragt, weiß ich leider nicht mehr. Die habe ich auch in ganz groß. Die ist ganz gut. Aber ich glaube, mit Stempelhilfen kann man jetzt auch nicht so viele Fehler machen. Und müsst ihr nicht machen, kann man machen. Mache ich jetzt nur, weil das mein neues Spielzeug ist und ich damit mal ein bisschen angeben möchte. Wenn ich hier, wo sonst, ne? Von Tailored Expressions. Ich finde die Farbe ganz toll. Ich verzichte da aber auch ganz oft drauf. Da ist Puder drin und damit kann man sein Papier halt fettfrei machen, bevor man embosst. Muss man aber nicht machen, kann man machen. Ich mache das jetzt, wie gesagt, nur um anzugeben. Das habe ich jetzt vor kurzem von, wie heißt dieser Shop? Clouds 9 Crafts oder so ähnlich. Dann habe ich mir auch schon einen Spruch ausgesucht. Ich finde nämlich diese Schriftart hier ganz schön passend. Fühl dich gedrückt von Kreativdepot und das Stempelset, das heißt Herzensmensch. Ja, ich finde, so was Schnörkeliges passt da jetzt irgendwie nicht drauf. Und fühl dich gedrückt finde ich immer gut. So. Passt irgendwie immer. Dann nehme ich mir einmal mein Stempelkissen. Da verwende ich zum Embossen dieses hier super gerne, Versamark. Da gebe ich mir ordentlich was drauf. Einmal ordentlich andrücken. Das sieht gut aus. Dann kann das erstmal beiseite. Dann nehme ich mir meine Schale. Da kann man sich natürlich auch ein DIN A4 Blatt nehmen und das in der Mitte falten, damit man das überschüssige Puder dann auffangen kann. Ich zeige euch gleich, welches ich verwende. Schaut mal, das ist nämlich dieses hier, wow, super fein. Und zwar in Opaque Bright White. Kann man das erkennen? Fokussiert er das? Ja. Das ist so ein Riesending, ne? Ich weiß auch nicht, woher ich das habe. Keine Ahnung, aber braucht man ja auch nicht in so groß. In klein tut es das auch. Jetzt brauche ich meine Pinzette. Wo habe ich die jetzt wieder hin? Oh, mein Bauch hat schon wieder geknurrt. Habt ihr das gehört? Ich habe schon wieder Hunger. So. Dann klopfe ich den Überschuss hier ab. Sieht gut aus. Und dann kann ich den Rest hier wieder in das Döschen füllen. Das kann man natürlich noch gebrauchen. Merkt ihr, dass ich schon wieder konzentriert bin? Ich bin nämlich schon wieder überlegen, wie ich das mache mit dem Streifenpapier. Aber eins zu seiner Zeit, eins nach dem anderen meine ich. Jetzt wollen wir erstmal das hier anföhnen. Ich mache das extra ein bisschen leiser für euch. Das dröhnt sonst so in den Ohren. Also los geht's.
So, das sieht gut aus. Dann können wir uns das nämlich auch gleich zurechtschneiden. Und dann widmen wir uns dem Streifenpapier oder auch nicht. Aber ich finde das irgendwie schöner. Das sieht noch so kahl aus irgendwie auf der Karte. Wisst ihr, wie ich meine? Also so hundertprozentig gefällt es mir noch nicht. Wir gucken gleich mal. Zack. Es ist noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir nähern uns dem Ziel. So, das soll auf jeden Fall jetzt hier drüber, über diese Macke hier. So habe ich gedacht. Das klebe ich mir schon mal fest. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch was hinzufügen oder ob wir das dann so lassen. So. Erstmal hier so drüber. Zack. Sieht doch schön aus, oder? Da darf man sich ja auch mal selbst loben. Ist ja sonst keiner hier, der das sonst tun würde. So. Und jetzt lasst mich mal überlegen, ob wir das jetzt mit dem Streifenpapier noch machen, wie ich mir das ja ursprünglich überlegt habe. Ich habe mir das nämlich extra eigentlich auch hier schon hingelegt gehabt. Wir können ja mal Looky-Looky machen. Also ich finde das irgendwie schöner, aber jetzt ist natürlich doof, dass ich das schon aufgeklebt habe. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man das einfach hier so an der Seite hat. Das ist nochmal so das gewisse Etwa. Machen wir das oder machen wir das nicht? Meine Hand klebt. Ich schneide mir einfach jetzt mal hier so ein Stückchen ab. Und dann schauen wir mal. Am besten so ganz schmal. Zack. Und dann legen wir uns das mal ran und dann gucken wir mal. Aber das sieht mir sonst zu kahl aus irgendwie. Ich finde das schöner, wenn ich hier nochmal so das Gestreifte habe. Ich weiß nur gar nicht, ob ich da jetzt noch so hinterkomme. Ach, wir probieren das einfach aus. Wie gesagt, dieses Video ist ja eh unter dem Motto No Risk, No Fun, von daher passt das ja. Nee, das gebe ich mir mit dem anderen Kleber auf, damit ich noch ein bisschen hin und her schieben kann. Zack. So. Und dann versuche ich mir das jetzt irgendwie so ein bisschen da unterzuschieben. Wisst ihr, wie ich meine? Das schließt jetzt zwar nicht mit dem Kartenaufleger ab, aber ich finde das nicht schlimm. Muss ja nicht. Kann ja ruhig so ein bisschen modern aussehen. Ah, Hilfe! So. So ist es doch ganz gut. Ich finde das besser so. Mir gefällt es so auf jeden Fall besser. Guckt mal. Das macht nochmal so das gewisse Etwas aus, finde ich. Jetzt habe ich wieder was zum Spielen. Eine Shaker-Karte bastelt man viel zu selten, finde ich. Dabei ist das so schnell gemacht letztendlich, ne? Ja, und damit wäre die Karte dann auch fertig. Wie gefällt sie euch? Ich hoffe, gut. Also wenn ihr was Nettes zu sagen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, dann lasst es einfach. Sollte man grundsätzlich so handhaben, so mache ich das jedenfalls immer. Ja, man kann natürlich nicht alle Geschmäcker treffen. Das ist natürlich auch unmöglich. Aber Hauptsache, wir hatten hier so ein bisschen Spaß zusammen und ich konnte euch eventuell ein bisschen inspirieren. Ihr wisst ja, ich freue mich natürlich, wenn ich Fotos von euch sehe. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann tut das gerne. Denn da nehme ich euch täglich mit in meinem Alltag und ja, quatsch immer so ein bisschen mit euch. Das bringt mega Spaß. Also ja, mittlerweile kennen wir uns da alle gut. Und inspirieren uns da gegenseitig. Ich hoffe, euch hat dieses etwas verrückte Video gefallen und ich gucke einfach mal, was ich als nächstes mache. Vielleicht tatsächlich ein Video mit diesen Holzstempeln von Action oder so. Habe ich auf jeden Fall richtig große Lust drauf. Ich habe hier auch letztens
eine Karte gewerkelt mit diesem Einholzstempel. Sagt mal schnell, da ist ein Grammophon drauf, genau. Vielleicht kann ich euch ja mal hier ein Foto jetzt einblenden von dieser Karte für alle, die nicht bei Instagram sind. Da habe ich das nämlich auch gepostet und gezeigt. Und ja, vielleicht können wir ja sowas in der Art auch mal zusammen hier machen. Ich lasse mir auf jeden Fall gerne was für euch einfallen und wünsche euch noch einen super schönen Tag. Und ja, bis hoffentlich ganz bald, meine Lieben. Ich grüße euch ganz lieb. Tschüss. Eure Anni habe ich jetzt ganz vergessen. Heute geht aber auch alles schief. Tschüss, meine Lieben.